Neue Rückschläge für EADS. Erst wird das Großprojekt des Militärtransporters A400M nur durch zähe Nachverhandlungen mit den Abnehmerstaaten gerettet. Dafür muss der Airbus-Mutterkonzern nun weitere 1,8 Milliarden Euro zurückstellen. Für 2009 weist EADS damit 763 Millionen Euro Nettoverlust aus. Und dann wirft EADS auch noch das Handtuch im Bieterwettbewerb um einen der wichtigsten Aufträge der Firmengeschichte. 179 Tankflugzeuge wollten EADS und der US-Partner Northrop Grumman an die USA liefern, für umgerechnet mehr als 25 Milliarden Euro. Für EADS sollte die Variante des Airbus 330 der erste Schritt auf den lukrativen US-Rüstungsmarkt sein. Und EADS und der US-Partner Northrop Grumman erhielten dafür 2008 auch bereits den Zuschlag. Doch das Pentagon schrieb den Auftrag neu aus, nach Protesten des US-Konkurrenten Boeing. Airbus legte seine Pläne auf Eis. Nun sei die Ausschreibung für die US-Tankerflotte dagegen klar auf Boeing zugeschnitten, klagt EADS. Der Milliardenstreit sorgt für offene Spannungen zwischen Europa und den USA. Und der Aktienkurs von EADS gibt klar nach. Der Konzern will weiter in die USA expandieren, doch erst einmal bleibt ihm der Rüstungsmarkt dort verwehrt.